Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Let's Play Banjo-Tooie. Wir sind nochmal zurück in der Grundig GmbH und... Oh, Mann. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie fällt mir gerade das Reden schwer. Ich habe mir gerade ein paar Guides angeschaut nochmal. Wo denn das eine Puzzle war, was wir jetzt mit dem im letzten Part ergatterten Schrumpfsack holen können, ist... Ich hoffe, dass dieser Satz grammatikalisch richtig war und nicht komplett falsch geworden ist. Aber anscheinend nicht. Ja. Denn wir haben ja, nachdem wir den Boss besiegt haben, ging hier dieser Ventilator aus. Und ja, so können wir jetzt hier ins Waste Disposal Plant reingehen. Das ist die Mülldeponie. Die Mülldeponie. Keller, Müllbeseitigungsanlage. Ja, Müllbeseitigung. Was habe ich vorgelesen? Müllbeseitigungs, nicht Müllabseitigungs. Das wäre irgendwie komisch. Ja. Und dann können wir jetzt in dieses wunderschön grüne Wasser reintauchen. Und uns das Puzzle holen. Ja. Und auf der anderen Seite, da brauchen wir noch einen anderen Move, den wir noch nicht haben. Aber ich glaube, mit dem Schlummersack können wir jetzt auch nochmal ins Pterodactylus-Land reingehen. Und uns da ein bisschen Puzzleteile holen. Weil das ist auch eine sehr mögliche Sache. Ja. Ja. Ah, was? Nein, scheiße. Stimmt, ich bin ja alleine gerade. Bin alleine. Wie immer. Ist es traurig. Ja, ja. Naja. Egal. Ein Puzzle mehr. Ein Puzzle mehr. Wie sagt man? Wie sagt man denn? Ein Puzzle mehr ist immer... Ist immer... Ein bisschen Prozente mehr, ja. Genau, das sagt man. Was ist das für ein komisches Glitzern, was ich hier am Bildschirm eben hatte? Hä? Verstehe ich nicht. War da vielleicht irgendein krasser scheiße. Irgendein krasser Luftflug, ein Spiegel auf der Kamera, vermutlich. Ich denke schon, das ergibt Sinn. Ja. Durchaus. Das ist bis, ja. 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 Ja, das ergibt Sinn. Ach man, ich muss mir mal was zum Kommentieren ausdenken, weil ich... Na gut, meine Let's Plays sind sowieso on-topic, aber das sollten Let's Plays auch sein, ne? Let's Plays sollten on-topic sein, aber... Deswegen mag man die meisten Let's Plays, deswegen sind die meisten Let's Plays langweilig, weil die on-topic sind. Und on-topic ist nicht so spannend wie off-topic, kann man, glaube ich, ganz klar sagen. Ich glaube, das geht. Das sollte physikalisch... Physikalisch ist es, glaube ich, noch möglich. So, jetzt gehen wir einfach hier rein, anstatt 2 Meter weiter zu laufen. Ah, was mir gerade noch einfällt. Wir könnten ja zu Cheeto noch gehen. Wir gehen gleich noch zu Cheeto. Der Name, der macht mir immer so ein kleines Wohlgefühl. Haben wir eigentlich schon das mit den Höhlenmenschen gemacht, die was zu essen haben wollten? Ihre Fingernägel abgegessen haben, abgeknabbert. Was wollte ich jetzt nochmal machen? Ach so. Das war nämlich hier das Ding mit... oben auf dem Berg. Das Ding mit dem Trampeltal. Ich bin gerade vom Mario 64 spielen... Ah, scheiße. Nein! Arschlochvogel, schnell da in das grüne Wasser. Scheiße. Ah, so ein kleiner Mistvogel. Was wollte ich sagen? Jetzt hat der Vogel mich komplett aus dem Flow rausgebracht. Wie sieht's denn aus? Okay. 2 Puzzlos. Nee, dann das andere ist das mit dem langen Dinosaurier. Also haben wir das mit den Höhlenmenschen wohl schon erledigt. Trampeltal. Ach, da haben wir ja direkt eine Abkürzung hin. Stimmt ja. Ich habe mich hier eben sowieso schon gewundert. Hä, war da nicht irgendwas? Naja. Dennis haben wir noch nicht mit Banjo alleine überquert. Ich weiß aber nicht, ob das... Ja. Ob das hiermit geht oder mit dem Schrumpfsack. Wir können ja einmal mit dem Schrumpfsack gleich loslaufen. Und mal schauen. Aber ich bezweifle es eigentlich. Ich denke, es ist eher der Schnarchsack, der. Ja. Ja, okay. Brauchen wir nur eins mehr. So, dann reicht schon. So, und schnell da rein.
Und wieder raus und... rein da! So. Ich mag diesen Sound. Das ist so ein Godzilla-Sound, glaube ich. Scheiße. Wisst ihr, wie der Godzilla-Sound gemacht wurde? Wieso hat er mir gerade nur einen abgezogen und nicht alles bis auf eins? Wisst ihr, wie der Godzilla-Sound gemacht wurde? Kann ich jetzt mal... Ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber irgendwie war das von wegen... Der Typ hat mit einem Gummihandschuh auf der Gitarre lang gescratcht. Wie ein DJ die Platte auf dem Tisch hat er rumgescratcht. Und kratzt. Dann hörte sich das wohl so wunderschön an. Ja. Und vielleicht hat er das verlangsamt. Ich denke mal, er hat es verlangsamt oder so. So. Banjo, it's your turn now. Aber erstmal hole ich mir noch ein bisschen Leben. Oh Gott, wo komme ich jetzt hin? Was? Da komme ich vielleicht doch schon auf die Eisseite. Da wollte ich doch noch gar nicht hin. Scheiße. Scheiße. Aber egal. Jetzt sind wir schon mal hier. Dann werden wir jetzt auch in die Eisseite introduced. Hey, Banjo, du gehst ja nicht ohne mich weg. Oh, scheiße. Jetzt muss ich mit Kazooie auch noch darüber. Ach, Junge. Scheiße, wie ging das nochmal? Das ging doch gar nicht. Doch, Kazooie ist so schnell. Wohohoho. Sie hat den Speed mit Löffeln gegessen. Egal, das reicht, das reicht, das reicht, das reicht. Wow. Hat gereicht, wuhu! Wie einfach komplett die Hintergrundmusik fehlt. Das fühlt sich ein bisschen einsam an. So. Introducen wir die Eisseite. Nee, machen wir gar nicht, okay. Und das Puzzle, finde ich gut. Steinhagel-Gipfel Eisseite. Nee, 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 nee. So etwas hat nie existiert. So. Komme ich jetzt möglichst schnell aus dem Spiel raus. Ich gehe jetzt einfach auf Speichern und Beenden. Ich weiß aber nicht, ich habe einen Knopf vorhin aus Versehen gedrückt und ich hoffe mal nicht, dass die Sequenz, dass die nur einmal kommt, weil... Nee, ich kann das nicht. Ah, ist schade. Ich würde es gerne können, so eine krasse Lache, da tut man sich nichts Falsches mit an, ne? Nee, ich kann's nicht. Ah, Mann, ey. Das ist traurig. Dass ich es überhaupt probiere, ist schon traurig. Oh, da werde ich sofort wieder traurig. Mit dieser Musik. Oh, oh. Oh, ich liebe es. Oh Mann, das Spiel ist so traurig. Oh Mann, ich hab Bock auf den ersten Teil wieder. Großartig, das sind genug Seiten, um dir einen neuen Cheat zu verraten. Höchste Zeit, noch raus mit der Sprache. Gib mir erst meine kostbaren Seiten. Zutiefst verpflichtet. Der vierte Cheat lautet Honeybag, verstanden? Nun, das sind alle Cheats, die ich dir im Moment geben kann. Falls du mehrere Seiten findest, weißt du ja, wo du mich findest. In diesem Menü siehst du deine Cheats. Ja, ja, alles klar. Tschüss. Honeybag, okay. Gib mir das irgendwie Energie zurück? Das ist so eine leichte Vermutung, die ja bei mir aufkommt. Und jetzt, Moment. Scheiße. Ich würde gerade sagen, No-Scope 360. 360 No-Scope. Alles in jeder erdenklichen Form und Farbe. Aber, nee. Oh Mann. Oh Mann. Ich krieg grad richtig Bock auf das Spiel. Oh, ist das super. Es kribbelt ein bisschen. Das ist echt cool, Mann. Das hatte ich lange nicht. Oh, Banjo. Banjo! Es ist Banjo! Das ist echt schrecklich. Ico, Ico, Ico. Ah, nee, das war vor Wumbas Schädel. Jetzt Timmy.
Wigwam natürlich. Igno, Igno, A-I-A. Dö, dö, dö. So. Schauen wir mal nach Cheats. Schauen wir mal nach den Cheats. So. Die gehen jetzt einfach mal ein, ne? Zehn Minuten! So. Der Honeyback-Cheat füllt automatisch eure Energie langsam auf. Was? Wirklich? Das finde ich cool. Geh, geh. Achso. Okay. Okay. Was müssen wir jetzt machen? Was? Was heißt müssen? Was machen wir jetzt? Mal schauen. Fällt nichts ein. Mir fällt nicht ein. Die Ideen bleiben aus. Naja, egal. Wir gehen jetzt einfach mal wieder zurück zur Klippe. Gehen wir einfach wieder in die Welt rein und ja. Wir haben eigentlich gar keine Zeit mehr, noch irgendwas zu machen. Ich habe gedacht, dass diese 10 Minuten Erkundigung reichen aus für ganzes Video. Naja. Tun sie wohl offenkundig nicht. Das ist schade. Das ist wirklich. Was kann man dann noch machen? Wir können uns wieder ein bisschen umschauen. Ich will jetzt endlich wissen, wie ich da reinkomme in das Stadion. Scheiße, nein. Hops. Wo komme ich denn hier nochmal hin? Bin ich hier überhaupt mal durch diesen Eingang reingegangen? Ach, das ist gar kein Eingang. Natürlich. Wisst ihr was? Dann gehen wir jetzt einfach mal auf die Eisseite. Einfach, weil wir es können. So. Was habe ich hier so erschienen? Aber jetzt nicht dran gerüttelt, oder? Schau mal, was hier denn drin ist. Waren wir da schon drin? Da waren wir bestimmt schon drin und ich hab's nur wieder vergessen. Hui. Mal looken. Bahnhof. Da muss ich mal schauen, wie man von hinten reinkommt. Ah, da muss ich generell erstmal den Zug hinfahren. Das können wir jetzt noch machen. Wir können den Zug da noch hinfahren. Moment, das machen wir jetzt noch. Brauchen wir gar nicht auf die Eisseite gehen. Oh, fuck, ey. Na egal. Meine Energie, die regeneriert sich ganz geschmeidig. Hallo. Hallo. Boden. Ich mag den Boden. Naja, ich weiß aber nicht, wo steht der Zug denn gerade? Steht er auf der hohen Klippe oder nicht? Das wäre mal interessant zu erfahren. Wo steht denn Schaffi rum? Schaffi, Schaffi, Schaff, Schaff, Schaff. Ja, ich weiß. Ich weiß. Tragisch. Wow, okay. So. Also, mal nachschauen. Steht das Ding jetzt so zufälligerweise rum? Nein. Ist wohl Pterodactylusland. Ah, Pterodactylusland. Wusstet ihr, dass es wirklich den Dinosaurier gab, der Pterodactylus hieß oder so? Irgendwie sowas. Aber PT. Pterodactylus. Ich glaube, es wird aber auch Pterodactylus ausgesprochen oder so. Ist ja egal. Ödland. Joe.
Gab's da einen Warp zum... Gab es da einen Warp zum Bahnhof? Ich weiß es nicht. I don't know. I don't know. Nein. Na gut, der Bahnhof war ja hier drüben, oder? Ich glaube, der war hier in der Nähe. Ja. Geh davon jetzt einfach mal aus. Dann ist es ja gar nicht so schlimm. Nee, ist es nicht. Bahnhof? Huhu. Da. Das ist eindeutig der Bahnhof. Das sieht nach einem Bahnhof aus. So. So mag ich meine Bahnhöfe. Sag bloß, der ist hier nicht, der ist hier nicht. Der ist in der Grunty GmbH, natürlich! Das ist doch... Das ist doch Schwachsinn, du suchst hier nicht nach... Hier suche... Normalerweise ist es ja so, du suchst dir den Zug, wann der ankommt. Hier ist es so, du suchst dir den Bahnhof, wo der Zug rumsteht. Das ist doch schrecklich. Stell dir mal vor, das wäre in der echten Welt so. Müsst ihr rumlaufen und einen Bahnhof suchen, wo gerade ein Zug rumsteht, damit ihr mitfahren könnt. Mann ey, wer hat das nur erfunden? Am besten sollten da überall Züge rumstehen. Jetzt fragt sich nur, wo hier der Bahnhof nochmal war. Das weiß ich halt auch nicht mehr. Ja, vergesslicher Mensch, offenkundig. Offenkundig. So, öffne den Mund, du kleiner Hund. Der hat den Mund schön aufgemacht. So, nee, Bahnhof, wo war der? Das weiß ich doch, natürlich, genau da, ja. Genau da. Mann, die Bilder helfen mir sowas von weiter. Ja, genau da. Ja. Wo war der? Wo war hier nochmal der Bahn? Da ist die Train Station. Train Station! Schnell rein da. Ja. Zug. Ich geh zum Zug. Moment, ich möchte mal kurz die Statistik nochmal einschauen. Ein Jinjo noch. Wo ist denn der Jinjo? Wo ist denn der kleine Jinjo? Jinjo! Keine Ahnung. So, jetzt fahre. So, fahre ist zum. Da werden wir gespoilert. Gespoilert werden wir da mit diesem Bild. Was für ein Charakter noch kommt. Aber hey, von dem Charakter erzähle ich, wenn es soweit ist. Währenddessen schauen wir uns erstmal die 2D-Räder an. Also die Räder mit den 2D-Texturen, weil 3D-Texturen nicht existieren. Ja, das ist Gobi. Gobi, Mann. Also ja, dass Gobi eine echte Wüste ist. Nur mal so. Das sind halt wirklich so Facts, die weiß jeder. Aber hey, ich wusste es nicht. So, können wir wieder rausgehen. Und jetzt, von hier aus kann man, glaube ich, nicht mehr weiterfahren, weil es viel zu warm ist. Und da muss man dann... Nee, das spoilere ich jetzt nicht. Nein. Egal. Das reicht erstmal. So, da, scheiße. Ich hoffe, das war's für Banjo-Tooie für dieses Mal. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und tschüss.